Am Freitag waren die Aktienmärkte trotz vermeintlich starker Arbeitsmarktdaten gestiegen. Warum sind die Märkte gestiegen am Freitag? Nun, wir hatten relevante technische Unterstützungsniveaus erreicht, das ist das eine. Und das zweite, die Märkte haben gecheckt, dass diese Arbeitsmarktdaten zwar optisch hübsch, aber faktisch miserabel waren. Über 300.000 Amerikaner haben ihren Job verloren, sind jetzt arbeitslos. Da hilft es eben auch nicht, dass irgendwelche Teilzeitjobs geschaffen werden, wo die Leute einen Dritt- oder Viertjob teilweise haben. Das kaschierte die faktische Lage, das haben die Märkte gerochen und sind nach oben gegangen, unbeeindruckt also von diesen besseren US-Arbeitsmarktdaten. Aber heute wird es wieder schwieriger, denn Apple hatte so etwas wie eine Warnung ausgesprochen und Apple ist ja der letzte große Tech-General, der noch lebt, könnte man sagen, während Aktien wie vor allem Meta oder Amazon stark verprügelt wurden, auch Google und Microsoft stark gefallen sind. Hat sich Apple noch mit am besten gehalten? Erstaunlich eigentlich in einer Situation, in der sich die Wirtschaft abkühlt, in der eine Firma ein Luxusprodukt zu sehr, sehr hohem, wahrscheinlich überteuerten Preis an den Markt bringt, das sich bald viele nicht mehr leisten können oder wollen. Also war meine These immer, es ist eine Frage der Zeit, bis auch Apple auf die Mütze kriegt. Hier sagt Apple jetzt in dieser Mitteilung vom Wochenende, naja, es sei also durch die Maßnahmen, durch die Corona-Maßnahmen in China hätte man weniger produzieren können in der Hauptfabrik in Zhengzhou in China und dementsprechend also sei das ein bisschen schwieriger jetzt mit der Stückzahl in Sachen iPhones und das iPhone ist ja extrem wichtig für Apple. Allerdings berichtet Bloomberg hier wahrscheinlich realistischer, es ist das eine, ob ich weniger produzieren kann, es ist aber das andere, dass eben auch weniger Nachfrage besteht. Apple reagiert auf Nachfrageschwäche, senkt die iPhone-Produktion, also faktisch muss man gar nicht so viel produzieren, Corona-Maßnahmen in China hin oder her, weil schlichtweg die Nachfrage nach unten geht und das hinterlässt doch ein Geschmäckle, was uns da Apple jetzt erzählt. Kürzlich hatte man noch die Zahlen gebracht, die Aktie hat sich gut gehalten daraufhin. Hat man das damals nicht gewusst, vor wenigen Tagen, dass das irgendwie Schwierigkeiten gibt bei der angeblichen Produktion von iPhones in Zhengzhou, wobei das eigentliche Problem ja eben die Nachfrageschwäche ist. Also man hat die Zahlen schön noch gebracht und erzählt uns dann wenig später, wir haben da ein Problem, das ist schon ein Geschmäckle, das ist schon sehr, sehr problematisch. Hier sehen wir mal diesen Abstand zwischen Apple und den anderen FANG-Aktien. Und da hat sich Apple deutlich, deutlich besser gehalten und dieser Abstand müsste eigentlich jetzt deutlich geringer werden, vor allem gegen eine Google. Google ist praktisch der Zugang zum Internet, ist das Tor zum Internet. Apple hat da eigentlich nichts zu bieten in dieser Hinsicht. Safari, das sind Minderheitenprodukte, vielleicht 10% gucken oder durchstöbern das Internet mit Apple-Produkten oder mit einem Apple-Browser, spielt faktisch keine Rolle. Google dagegen dürfte sich deutlich besser halten. Also man könnte fast darauf wetten, dass Google sich besser entwickeln wird in letzter Zeit als Apple. Aber insgesamt haben sich besser entwickelt, vor allem Value und vor allem Energie. Hier sehen wir mal Öl und Gas, Earnings per Share gegenüber die FANG-Aktien. Das Ganze drehte Ende 2021. Und was war Ende 2021? Die hawkische Wende der Fed. Der monetäre Klimawandel durch Jerome Powell hat dann bis Anfang Januar gedauert, bis die Märkte es kapiert haben. Im Fed-Protokoll war diese Wende dann klar zu lesen. Aber hier sehen wir, dass diese Wende von Growth zu Value eben praktisch seit Ende 2021 besteht. Und hier schauen wir uns mal an, was da zerstört wurde schon. Eine Apple ist nur 24% gefallen und hat dabei 813 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Dagegen Meta auch nur 841 Milliarden Dollar verloren an Marktkapitalisierung, aber das ist ein Minus von 76,69%. Also es hat alle ziemlich erwischt. Microsoft hält sich noch besser mit minus 36%, aber Apple, wie gesagt, steht da bei weitem am besten da und das dürfte gefährlich werden, denn hier ist eine Überbewertung der Fall. In einer sich abschwächenden konjunkturellen Situation werden weniger Luxusprodukte wie das iPhone letztendlich gebraucht. Und was diese ganze Erholung so ein bisschen fragwürdig macht bei den Aktienmärkten, diese Erholung kann vielleicht weitergehen, aber was wir hier sehen, ist nochmal diese Erholung jetzt
beim S&P 500, aber Growth to Value erholt sich nicht und wir haben immer dann eine Rallye gesehen beim S&P 500, eine nachhaltige Rallye oder etwas nachhaltigere Rallye innerhalb dieser Bärenmarktsituation, wenn Growth to Value sich erholt hat. Jetzt sehen wir, es ist alleine Value, das diese Erholung wieder trägt. Growth kommt nicht richtig mit, Tech kommt also nicht richtig mit und so dürfte es vielleicht so sein, wie Ron Walker hier in diesem Chart zeigt, dass wir vielleicht noch ein bisschen was nach oben gehen können, so in den 3800er Bereich beim S&P 500, 3850, 3860, aber dann wahrscheinlich Schluss ist und dann die nächste Bewegung nach unten käme. Das erscheint mir ein realistisches Szenario. Warum? Weil die Märkte dann wahrscheinlich die Rezession, die kommen wird, noch so richtig vollgültig einpreisen müssen. Das dürfte dann eben auch für Value-Aktien gelten. Wir hatten jetzt in der letzten Woche die größte Outperformance von Value gegenüber Growth seit Anfang des Jahres. Hier sehen wir das und hier sehen wir unten mal Earnings-Erwartungen jenseits des Energiesektors. Also was die S&P 500 Aktien praktisch an Gewinn pro Aktie ausschütten und das geht deutlich nach unten. Nur der Energiesektor, da geht die Erwartung nach oben. Dadurch hält sich das Ganze, aber insgesamt 87% der S&P 500 Unternehmen haben schon gemeldet jetzt das dritte Quartal. Das ist allerdings gegenüber dem Vorjahresmonat ein Rückgang von 4,8%. Also das zweite Quartal in Folge mit negativem Earnings Growth. Wir sind also faktisch schon in einer Gewinnrezession, meine Damen und Herren. Es spricht nur keiner drüber. Und da, wo die Geschäfte nicht mehr laufen, machen manche nicht nur etwas depperte Gesichter, sondern müssen offenkundig auch Menschen entlassen. Facebook respektive Meta dürfte in dieser Woche viele tausende Mitarbeiter entlassen. Und ja, auch das natürlich kein Wunder. In Zeiten, in denen die Fed die Zinsen anhebt, steigt perspektivisch die Arbeitslosigkeit. Wir haben selbst bei diesen etwas sehr optimistischen Arbeitsmarktdaten am Freitag gesehen, dass die Arbeitslosenquote von 3,5 auf 3,7% gestiegen ist. Wir sind jetzt wahrscheinlich relativ schnell unterwegs in Richtung 6%. Das wird von Monat zu Monat dürfte die Arbeitslosenquote nach oben gehen, wenn eben diese aggressiven Zinsanhebungen der Fall sind. Und wir sehen jedes Mal, wenn die Inflation hoch ist und die Fed die Zinsen anhebt, dann kommt eine Rezession. Das wird auch diesmal so sein und es wird auch schon deshalb so sein, weil eben so wahnsinnig viel an vermeintlichem Wohlstand hier vernichtet wurde. Hier sehen wir mal Aktien und Anleihen, was die verloren haben in Relation zum US-BIP. Und da sind wir sogar krasser jetzt unterwegs als während des Corona-Crashes. Wir sind krasser unterwegs als bei Platzen der Dotcom-Blase. Nur die Finanzkrise hat eine noch etwas größere Zerstörung von Wertigkeiten, von Buchgewinnen oder wie auch immer gesehen. Also da ist durchaus einiges passiert. Das wird am Konsum natürlich nicht spurlos vorbeigehen. Hier sehen wir schon, dass dieser Konsum alleine durch diese Mortgage Rates, also durch die Hypothekenzinsen, die auf 7,3% gestiegen sind letzte Woche, der höchste Stand seit 2000, praktisch die Immobilienkonjunktur praktisch schon mal runtergedrückt wird. Wir sehen die Nachfrage nach Immobilienkrediten 25-Jahres-Tief, Mortgage Business von Wells Fargo ist 90% nach unten, die Kreditkartenschulden der Amerikaner steigen massiv, während die Sparquote deutlich sinkt, alleine 72% dieses Jahr auf jetzt 3,1%. Das heißt, die Amerikaner haben immer weniger Polster, dadurch wird Konsum immer mehr eingeschränkt, schlecht für Apple und andere, schlecht für die Konjunktur. Und in dieser Situation hebt die Fed die Zinsen weiter an und will sie weiter anheben, wie uns Jerome Powell jetzt letzte Woche erzählt hat. Aber sowohl die Bank of Canada als auch vor allem die australische Notenbank als auch die englische Notenbank und ein Stück weit auch die EZB haben klar signalisiert, also wir werden langsamer machen müssen in Zukunft. Die Bank of England hat gesagt, die Terminal Rate ist niedriger als ihr glaubt. Also das Gegenteil von dem, was Jerome Powell gemacht hat. Die Australier, die früh im Zyklus sind, haben es so gemacht. Die Bank of Canada macht es so. Also es ist wirklich lustig, wenn die Fed hier noch sozusagen als letzter
an diesem Mantra festhält, das praktisch schon erledigt ist. Vielleicht, weil man ein bisschen Sorge hat um die Reaktion des Pöbels, hat man jetzt eine Mauer aufziehen lassen um die US-Notenbank. Alles ist gut, meine Damen und Herren. Und das macht man vielleicht auch, weil die US-Demokraten erneut einen Brief an die Fed respektive Jerome Powell geschrieben hat, nämlich Maxine Waters von den Demokraten, deeply troubled. Da macht man sich große, große Sorgen, und das vor allem auch, weil die Aussichten jetzt für die morgigen US-Zwischenwahlen immer schlechter werden und es wahrscheinlicher ist, dass die Republikaner beide Kammern gewinnen können, also Abgeordnetenhaus und Senat. Die Wahrscheinlichkeit ist in letzter Zeit gestiegen. Mit Apple zusammenhängend auch das, was in China passiert. Wir sehen die Exporte und die Importe fallend. Das ist anders erwartet worden, der erste Rückgang seit dem Jahr 2020. Hier sehen wir interessanterweise, dass der Handel mit Deutschland, Chinas, deutlich zurückging, vor allem die chinesischen Exporte nach Deutschland um 10,9% gesunken. Dagegen Deutschlands Exporte nach China leicht gestiegen. Das Ganze war ja vorher anders gelaufen. Deutschland hat weniger exportiert nach China, China immer mehr exportiert nach Deutschland. Das ist also vielleicht eine gar nicht so ungesunde Entwicklung, aber wir sehen vor allem, dass hier der Außenhandel mit den USA deutlich abnimmt, vor allem der Export in die USA minus 10,4%. Da geht es deutlich nach unten. Die Amerikaner betreiben ja eine absolut protektionistische Politik derzeit, über die natürlich leider kaum jemand spricht. Sei es drum, die deutsche Industrieproduktion, die reale Produktion, also inflationsbereinigt, wie frische Daten jetzt zeigen, im produzierenden Gewerbe überraschenderweise um 0,6% gestiegen, während die Produktion bei energieintensiven Industriezweigen um 0,9% geringer ist. Wie kommt das, dass hier insgesamt noch sogar Produktionssteigerungen der Fall sind? Wie die Commerzbank hier sagt, die Industrie zehrt von ihren großen Auftragsbeständen, sodass die auch aus dem Ausland schwache Nachfrage noch nicht auf die Produktion durchschlägt. Also das ist nochmal der letzte schöne Schein. Man hat noch volle Auftragsbücher, die man abarbeitet, aber dann dürfte man in ein Loch fallen. Wie geht es weiter für die Märkte? S&P 500 und DAX. Wichtige Bemerkungen hier, warum die Investoren unbedingt diese Jahresendrallye brauchen, wie die aktuelle Ausgangslage ist bei den Märkten. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, die Gründung der Fed. Wie kam es zur Gründung der Fed? Die Panik von 1907, eine ausgewachsene Börsenpanik, die letztendlich dann dazu führte, dass man diese Zentralbank gründete, wo jetzt wenige Menschen über Billionen von Dollar und die gesamten Kapitalmärkte der Welt entscheiden. Und dritte Empfehlung, chinesische Aktien haben bei einer Wiedereröffnung, nämlich wenn die Corona-Politik sich doch ändern sollte, 20% Potenzial nach oben. So eine Analyse. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus und Ciao.